Hi Leute, der Sano hier. Vergesst the day before und vergesst alles andere, was es an Survival Games gibt. Das hier, ich kann das kaum in Worte fassen. Das Summer Game Fest läuft im Moment und Naughty Dog hat, was The Last of Us angeht, Last of Us 1, einer der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und der Multiplayer davon auch überragend. Ich fand ihn super. Jeder, der ihn gespielt hat, absolut top. Das Ganze kommt jetzt als Remake und für PC, ne, damit alle PC-Spieler auch in den Genuss kommen, dieses geilen Games. Aber darauf will ich nicht hinaus. Neil Druckmann, der Oberguru von Naughty Dog, der hat einen Screenshot rausgehauen. Allein ein Screenshot. Dieser Screenshot reicht aus, dass ich hippelig werde. Also ohne Scheiß. Und wir schauen uns das gleich an und dann wisst ihr genau, worum es geht. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Ja, The Last of Us. Ich mag die Charaktere, ich mag das Setting. Ich mag die Zombie angehauchten Gegner, weil die keine klassischen Zombies sind, in dem Sinne ist ein kleiner Twist drin, richtig geil. Die Welt grandios, das Gameplay, natürlich muss man überlegen, liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber generell das ein bisschen vorsichtigere Gameplay, die mega realistische Animation, das Crafting, die wenige Munition, die man bei sich trägt, alles so, dieses Feeling gepaart mit dieser geilen Atmosphäre, einfach mega. Und der Multiplayer in Teil 1, ich habe ihn wirklich sehr, sehr lange gespielt. Ne? Einfach 4 gegen 4 auf richtig geilen Maps. Alles ein bisschen sneaky. Du hast nur begrenzte Munitionsanzahl, kannst craften während des Multiplayer-Matches. Richtig geil. Und jeder, der es gespielt hat, der wird es bestätigen. Ja, einfach einmalig. Einfach einmalig. Und ich habe mich immer nach einem Nachfolger gesehen. Ne? Ich habe es gehasst, dass Part 2, also Last of Us Part 2, dass da kein Multiplayer mit dabei war. Kam aber dann immer so ein bisschen raus. Man konnte durch die Blume raushören, dass Naughty Dog an was Eigenständigem arbeitet, was Multiplayer angeht. Das hat Neil Druckmann jetzt geteased. Schaut es euch an. Ich möchte, dass wir hier das mal kurz zusammen durchgehen. Einfach nur einen Blick drauf werfen auf diesen Screenshot. Oh, wo hänge ich mit meinem... Okay, das ist okay. Ich verdecke nichts Wichtiges. So. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Stadt, eine große Stadt. Wir sehen zwei Spielercharaktere. Sehen hier unten, seht ihr das hier? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das hier und das hier sind auch jeweils zwei Spieler. Das hier sind, könnte ein Klicker sein. Oder hier. Jetzt sind auf jeden Fall Infizierte. Und ihr seht, das hier alles im selben Stil gehalten, im Last of Us Stil gehalten, postapokalyptisch. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wo sie drauf hinaus wollen. Ich hoffe ja, ne? Wir haben alle das Thema The Day Before. Viele von euch sind auch scharf auf das Game, aber das ist ja so kontrovers mit dem Titel. Ja, ich weiß, und ihr wahrscheinlich auch, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wo die Reise dahin geht. Alles noch so, jetzt haben sie einen Engine-Wechsel innerhalb der Unreal Engine und was weiß der Geier, was. Das Ding steht im Moment unter keinem guten Stern. Warten wir mal ab. Und seit ich damals DayZ gespielt habe, ich fand DayZ auch atmosphärisch total geil, ne? Einfach was ganz Besonderes. Und seitdem habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass sich doch mal bitte ein Entwickler dran traut, wo wirklich was dahinter steckt, ne? Die wirklich die Kohle haben, die was Anständiges machen können und das auch sinnvoll einsetzen, um was Anständiges zu machen. Aber irgendwie hat sich niemand hat sich an so ein Survival Game getraut, zum Beispiel, weil sieht ja wohl so aus hier, ne? Niemand hat sich wirklich dran getraut. Es waren immer nur irgendwie Kickstarter Games oder irgendwelche anderen Early Access Games oder Mods, wie im Fall von DayZ, Mods von einem anderen Spiel, die irgendwie eine Survival-Komponente da reingeklatscht haben, ne? Aber nie hat sich wirklich ein großer Entwickler, ein großes Studio daran getraut und hat da rausgehauen. Echt krass, konnte ich niemals verstehen. Weil, warum nicht einfach mal richtig machen?
Und Naughty Dog. Naughty Dog ist für mich persönlich eines der besten Studios, die es gibt auf dieser Welt. Mit Sony im Rücken, da kann man sagen, was man will, aber Sony lässt ihren Entwicklerstudios die Zeit, die sie brauchen. Und Naughty Dog kann richtig geilen Scheiß machen. Richtig geilen Scheiß, was Gameplay angeht, was Grafik angeht, was Animationen angeht. Einfach super. Das haben die definitiv drauf. Da muss ich denen mal wirklich lassen. Eins der wenigen, die wir noch haben. Und dass die sich da rantrauen und in die Richtung gehen. Ich bin gerade hin und weg. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber das muss ich jetzt durchheben. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. An alle, die Last of Us gespielt haben und die den Multiplayer auch gut fanden und Survival Games mögen oder auch The Day Before mögen. Ich weiß, das sind einige von euch. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Schreibt mir mal. Eventuell ist das Ganze auch, wir haben nur den Screenshot hier, ne? Also keine Ahnung, ob das auch direkt für den PC kommt, ob das Free-to-Play wird, ob das coole Kosten, ach, weiß der Geier. Keine Ahnung, ne? Aber das hier sollten wir auf dem Schirm behalten. Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.